Kennst du den größten Feind im Business? Aber nicht nur im Business, sondern in allen Belangen, in allen Angelegenheiten, bei allen Themen, im zwischenmenschlichen Bereich und bei allen Dingen gibt es einen allergrößten Feind, den wir alle mehr oder weniger herumtragen. Was ist das? Das ist unser eigenes Denken, aber das Denken selber, das ist ja sehr hilfreich, aber das Maß macht es aus. Und bei Menschen, die aber sehr viel denken, fließen die Dinge sehr schlecht. Es kostet sehr viel Energie, es kostet Zeit, es kostet Aufwand. Die Dinge fuchsen, die Dinge hacken, die Dinge verklemmen sich. Es läuft einfach nicht so. Hingegen bei jemand, der was eher locker und leicht unterwegs ist, der was das eigene Denken nicht so ernst und nicht so wichtig nimmt, der nimmt auch die Situationen nicht so ernst und so wichtig. Weil ganz im Ernst, einer spinnt doch immer, oder? Wenn es der nicht ist, dann spinnt der. Einer spinnt immer. Das ist ganz normal. Irgendwas geht immer schief. Also diese Illusion zu haben, dass es einmal irgendwann alles passt, alles ist gut, alles ist angenehm, alles ist fein, das werden wir nicht erleben. Es gibt einen Ort, an dem gibt es keine Probleme. Null Probleme. Das ist gleich hinter der Kirche, das ist der Friedhof. Da gibt es keine Probleme mehr. Aber der Mensch, so wie er unterwegs ist, wenn er lebt, wenn er was tut, wenn er was bewegt, nachher ist es immer so, dass es irgendwo zwickt halt. Aber andere Dinge funktionieren und laufen. Und ich sehe das in den Unternehmen sehr deutlich. Das ist bei Führungsleuten, die aber sich bei jeder Kleinigkeit einhängen, die aber eine Geschichte draus machen, die aber sagen, nein, das darf nicht sein und nein, das darf nicht sein und immer den Finger in die Wunde halten. Ja, das ist eine Katastrophe, das ist nur kompliziert, da fühlt sich niemand wohl, da ist keine Stimmung, da ist es nur schlecht. Ja, aber ist es das, was wir wollen auf dieser Erde? Ist es das, was wir wollen? Wir wollen doch einen inneren Frieden, wir wollen es fein haben, wir wollen es lässig haben, wir wollen es leicht haben, wir wollen es vor allem genießen. Nicht nur die paar Wochen im Urlaub, sondern doch unterm Jahr, in der Woche, am Mittwoch, am Montag. Und das geht nur dann, wenn wir das eigene Denken beobachten, was da abgeht. Das heißt, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, ist der unbeobachtete Verstand. Der unbewusste Verstand. Der unbewusste Verstand ist sogar der, der was die ganze Zeit reflexartig reagiert mit Nein. Und das nicht, und das nicht, und das nicht, und stellt alles in Frage und will alles analysieren und verstehen. Verstehen, Verstand heißt Widerstand. Und je mehr das im Einsatz ist, desto weniger fließen und laufen die Dinge. Und ich kenne so viele Menschen, Führungsleute oder auch sonst in anderen Bereichen, im Privaten. Es gibt Leute, die lassen es einfach laufen. Aber was machen die? Die nehmen die Dinge nicht so wichtig. Die sagen auch einfach oft, komm, pfeif drauf, passt schon. Die steigen auf Kleinigkeiten, auf Worte nicht ein. Die nehmen das alles nicht so ernst. Die lassen es einfach gehen. Und die wollen nicht diesen Perfektionismus haben. Das muss perfekt sein. Weil derjenige oder diejenige, die was die Perfektion anstreben, die haben echt ein schwieriges Leben. Weil was ist das perfekt? Das ist nur etwas, was der Kopf sich zusammendenkt und wo nie sein wird. Also die Dinge laufen lassen. Die Dinge nicht so ernst nehmen. Das ist der allerwichtigste Schlüssel. Und der zweit allerwichtigste Schlüssel ist, das eigene Denken beobachten. Und das geht sehr gut, indem dass man sich echt einmal herhockt und einmal zuschaut, was man als für einen Vollblödsinn zusammendenken. Wir denken nämlich zu 99,9% immer das Gleiche. Denken kommt ja vom Nachdenken, das sind vergangene Ereignisse oder Erfahrungen und über die denkt man nachher. Und das dreht sich im Kreis und das sind ca. 70.000 Gedanken am Tag. Wahnsinn, oder? Wenn ich jetzt dir nicht so ernst und so wichtig nehme, dann erscheint innerlich die Sonne. Wenn ich sie ernst nehme, dann habe ich jeden Tag ein Drama, irgendein Drama, irgendeins. Und wenn wir jetzt zum Beispiel probieren, zum Beispiel in der Früh, tief ein- und ausatmen und den Atem beobachten oder den inneren Körper wieder Atem hineinströmt und wieder ausströmt und einfach die Wärme im Körper einmal spüren, nachher wirst du merken, da ist das Denken ausgeschalten. Und wir haben ja gesagt, das Maß macht das Gift. Das heißt, wenn ich mich nicht einhänge und wenn ich die Dinge nicht so wichtig nehme, wenn ich sie laufen lasse,
dann ist das Denken ganz leicht und frei. Dann habe ich einen inneren Frieden, den kriege ich mit sonst nichts. Und wenn ich mich da überall einhänge, dann wird es mühsam. Das heißt, ich kann es selber steuern, ob ich einen inneren Frieden habe oder nicht. Unabhängig, wie die Situationen gerade sind. Weil wenn die Situationen gerade vielleicht auch schwierig sind oder fordernd sind, nachher ist es vielleicht besser, wenn wir nicht so verkrampft vom Denken herangehen, sondern frei bleiben, leicht bleiben, entspannt bleiben und so treffen wir halt eher die richtigen Entscheidungen. Und genau das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du frei, locker und leicht bist, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und dass du mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Energieaufwand dahin kommst, wo du hin möchtest. Und ich freue mich besonders, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vierte Servus, mach's gut.